Hallo und willkommen zum Abikurs Geschichte. Und heute schauen wir uns im zweiten Video zur wirtschaftlichen Entwicklung der Weimarer Republik, wie versprochen, die Weltwirtschaftskrise von 1929 an. Wir erinnern uns, nach der großen Hyperinflation war das Geld praktisch entwertet und man hatte den Rentenmark eingeführt, um wieder Vertrauen in die Wirtschaft herzustellen. Deutschland schloss außerdem einige internationale Verträge ab, die die Reparationsforderungen zum gewissen Grad erleichterten und überhaupt erst einmal auch Vertrauen wieder in Deutschland auf internationalem Parkett herstellte. Und als Folge dieses Vertrauensgewinnes kam es auch zu Kapitalzuflüssen aus dem Ausland. Es wurden Investitionen in Deutschland getätigt und in der Folge kommt es in den 20er Jahren zu, man muss sagen, einem kleinen Wirtschaftswunder in Deutschland. Etwas, das man vorher nach der Hyperinflation eigentlich nicht erwartet hätte. Die deutsche Wirtschaft wächst wieder kräftig, die Löhne ziehen an, die Arbeitslosigkeit sinkt. Aber so viel Vertrauen hat das Ausland nun auch wieder nicht nach Deutschland. Die Kredite, die Deutschland gewährt werden, sind durch die Bank weg kurzfristige Kredite. Also Geld, das man sehr schnell wieder zurückholen kann, falls etwas schief läuft. Und diese Problematik, dass das Geld eben nur kurzfristig ausgeliehen wird, das wird in der Weltwirtschaftskrise von 1929 fatal werden. Schauen wir uns erstmal an, warum diese Weltwirtschaftskrise überhaupt beginnt. Und dafür schauen wir zum größten Kreditgeber Deutschland in dieser Zeit, nämlich in die USA. In die USA gibt es die sogenannten Roaring Twenties, in Deutschland sagt man die goldenen Zwanziger. Eine Zeit, die getragen ist von einem unglaublichen wirtschaftlichen Aufschwung. Extrem viele Menschen ziehen in die Städte und schaffen sich vor allem die ganz neuen, sagen wir mal, schönen Dinge des Lebens an, die man vorher noch nicht gehabt hat. Dies führt zu einer gewaltigen Produktionserhöhung in der Industrie. Und weil eben die Unternehmen so viel Geld verdienen, verdienen vor allem auch die Aktionäre, die Eigentümer dieser Unternehmen sehr, sehr viel Geld. Aktien sind Anteile von Unternehmen, die man sich an der Börse kaufen kann. In der Folge kommt es in den 20er Jahren dazu, dass sehr viele Menschen anfangen, in Aktien zu investieren. Nicht nur die Großinvestoren, sondern auch sehr viele mittelständische oder kleine Anleger. Und diese Leute leihen sich dafür Geld. Und im ersten Moment scheint es so, als ob diese Maßnahme genau das Richtige wäre. Denn der Dow Jones Index, also ein Index, ist ein Vergleichswert für die wirtschaftliche Entwicklung eines speziellen Marktes, hier eines Aktienmarktes. Ihr könnt es ungefähr vergleichen mit euren Klassenschnitten. Wenn der Lehrer euch sagt, in der Klassenarbeit gab es einen Durchschnitt von 2,6, ist das ja ein mathematischer Durchschnitt aller Noten. Und wenn ihr jetzt alle eure Klassenarbeiten, die ihr mal geschrieben habt, vergleichen würdet und in der einen Klassenarbeit wäre es der Durchschnitt 2,6 gewesen und in der anderen eine 2,2, dann wäre eben die ganze Klasse im Schnitt etwas besser geworden. Und so ähnlich funktionieren Aktienindexe auch. Wenn der Aktienindex bei einem Stand von 100 ist und irgendwann ist er beim Stand von 200, heißt das ganz grob gesagt, dass die Unternehmen in diesem Index jetzt das Doppelte wert sind. Und der Dow Jones Index steigt von einem Wert von 1918 irgendwas um die 100 bis auf 331 Punkte. Also er vervielfacht seinen Wert. Und in dieser ganzen Zeit kommen die Aktionäre mit, sie nehmen Kredite bei ihren Banken auf und kaufen sich davon Aktien, 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 Aktien. Das Problem allerdings mit der ganzen Geschichte war, dass langlebige Wirtschaftsgüter, nun genau das sind langlebig. Man kauft sich nicht jede Woche einen neuen Kühlschrank, man kauft sich nicht regelmäßig ein neues Auto und im Resultat irgendwann ist einfach der Hype vorbei. Die Industrieunternehmen schicken nicht mehr die neue Rekordmeldung raus, sondern das heißt, na, unsere letzten Geschäfte waren eben nicht ganz so gut. Und sowas ist in einer Situation, wo die Leute ja alle auf den nächsten Rekord aus sind, nicht so gut. Die ersten Anleger bekommen ein bisschen kalte Füße, versuchen ihre Aktien zu verkaufen, die Kurse brechen ein bisschen ein, es entsteht eine Panik, weil klar, wenn man sich Geld geliehen hat, um Aktien zu verkaufen und die verlieren plötzlich an Wert, heißt es ja, ich habe einen Riesenkredit und aber das, was ich gekauft habe, ist nichts mehr wert. Ich bin also hochgradig verschuldet. Die Menschen geraten in Panik, die Kurse brechen ein. Das ist gemeint mit dem sogenannten Schwarzen Freitag, wo es einen gewaltigen Kurssturz gibt. Und in der Folge sacken die Kurse bis auf einen absoluten Tiefpunkt von 41 Punkten wieder herunter. Das heißt, der Dow Jones hat seinen Wert geachtelt. Wenn ich also jetzt
Das ist sehr, sehr vereinfacht für diejenigen, die sich mit Aktien auskennen. Die wissen, ganz so leicht ist es nicht. Aber grundsätzlich, wenn ich in einen Index mit einem Indexpapier investiert hätte und hätte eben 331 Dollar eingesetzt, hätte ich jetzt noch 41 Dollar übrig. Oder andersrum ausgedrückt, wenn ich 1000 Dollar eingesetzt hätte, wären jetzt irgendwas um die 100 Dollar noch übrig. Also es ist ein massiver Verlust an Vermögen. Sowohl bekannte Filmstars und berühmte Personen als auch ganz viele Privatleute verlieren ihr Geld. Die Menschen haben also ihr ganzes Geld verloren. Und wenn man sein ganzes Geld verloren hat, nun gut, dann sagt man, jetzt muss ich irgendwie selber wieder um die Runden kommen. Man guckt, welches Geld habe ich denn noch und fängt an, das zusammenzuholen, indem man zum Beispiel Schulden eintreibt. Wenn jemand einem noch Geld schuldet, geht man zu denen und sagt, hey, gib mir das zurück. Und genau das passiert natürlich auch im globalen Maßstab. Die USA oder amerikanische Anleger haben extrem viel Geld in kurzfristige Einleihen in Deutschland investiert. Und dieses Geld wird jetzt wieder zurückgeholt. Das Problem ist, wenn ich einen Kredit habe und der ist kurzfristig, ich habe aber langfristige Sachen damit gekauft, muss ich ja nachfinanzieren. Und das geht eben nicht so leicht. Auch hier wieder ein kurzes Beispiel, um das zu verstehen. Nehmen wir an, ich baue mir ein Haus und ein Hausbau, oder besser gesagt, ein Hauskredit läuft im Normalfall so irgendwas um die 25 Jahre, 20, 25 Jahre, je nachdem, wie ich es finanziert habe. Wenn ich jetzt aber einen Kredit erstmal nur abschließe, der nur 5 Jahre läuft, heißt es ja, ich muss mich nach 5 Jahren darum bemühen, einen Anschlusskredit für die restlichen 25 Jahre zu bekommen, weil eben noch Schulden da sind. Wenn jetzt allerdings das Geld abgezogen wird, ich keinen neuen Kredit mehr bekommen kann, na gut, dann habe ich ein riesiges Problem. Ich muss unter Umständen mein Haus verkaufen. Und das passiert im großen Maßstab. In ganz Deutschland. Kredite werden zurückgezogen, Firmen können sich nicht mehr refinanzieren und gehen dabei pleite. Es kommen vor allem auch Probleme bei manchen Firmen ans Tageslicht, die so noch ein bisschen unter der Decke gewesen waren. In der Folge dieser Krise bricht die deutsche Industrieproduktion dann ungefähr um die Hälfte ein. Die Industrieproduktion sinkt ungefähr auf 53% des Vorkrisenniveaus. Das ist gigantisch. Und in der Folge steigen auch die Arbeitslosenzahlen radikal. Schauen wir uns das mal genauer in der Statistik an. Hier haben wir die Arbeitslosenzahlen in Deutschland von 1919 bis 1932. Wir schauen uns jetzt hier mal den Ausschnitt an, sage ich mal, von 1925 bis 1932. Zuerst diese Statistiken sind natürlich hier, muss man immer gucken, was ist das eigentlich für eine Statistik? Kann ich die überhaupt verwenden? Die Besonderheit an diesen Zahlen ist, dass wir hier nur in Prozent der Gewerkschaftsmitglieder haben. Das wäre im ersten Moment ein Hinweis dazu, dass wir sagen, okay, das ist vielleicht keine so gute Zahl, denn nicht jeder ist ja in der Gewerkschaft. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass einerseits damals wirklich viel, viel mehr Leute in der Gewerkschaft gewesen sind als heute. Deshalb sind die Zahlen im Großen und Ganzen schon zuverlässig. Und die andere Sache ist die, dass es ja nicht ganz so sehr auf die absolute Zahl ankommt, sondern auf die Entwicklung. Wenn also ein bestimmter Anteil der Bevölkerung nur geschaut wird und man schaut, wie sich hier die Arbeitslosenquote entwickelt, ist es relativ wahrscheinlich, dass der Rest sich ähnlich entwickelt hat. Und ein dritter Punkt wäre auch noch etwas, nämlich dass gerade in wirtschaftlichen schweren Zeiten die Leute natürlich eher in eine Gewerkschaft eintreten würden, weil sie sich davon Schutz versprechen. Also ist diese Statistik durchaus für unsere Zwecke ausreichend. Und wir sehen hier, dass von 1925, wo 6,8% der Gewerkschaftsmitglieder arbeitslos waren, bis 1928 bleibt so bei 8,6%. Also es stagniert jetzt nicht auf niedrigem Niveau, aber es ist einigermaßen stabil mit einer Ausnahme von 1926. Und jetzt beginnt es im Jahr 1929 radikal nach oben zu gehen. Wir haben hier plötzlich 13,3%, 22,7% und das steigt bis 1932 auf 43,8%. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 4 von 10 Gewerkschaftsmitgliedern sind hier arbeitslos. Wenn wir das mal auf unsere heutige Situation übertragen würden. Wir hatten 2016 bisher zumindest um die 6,5% Arbeitslose in Deutschland. Diese Prozentzahl bezieht sich hier auf die erwerbstätige Bevölkerung. Das heißt also, die Jugendlichen und die Rentner, die sind alle rausgerechnet. Das muss man immer bedenken.
Das heißt, wir haben 2,86 Millionen Arbeitslose bisher im Schnitt in 2016. Wenn man das jetzt mal auf diese Zahl von 43,8% hochrechnen würde, würde das heute bedeuten, dass wir nicht 2,86 Millionen Arbeitslose, sondern 19 Millionen Arbeitslose in Deutschland hätten. Das ist eine gewaltige Menge an Menschen, die nicht in der Lage sind, hier sich selbst zu versorgen. Und das Ganze noch kombiniert mit einer Arbeitslosenversicherung, die nicht annähernd so stark ist wie heute, und auch die soziale Sicherung ist nicht annähernd so stark wie heute. Die Frage ist natürlich nun, wie kann es passieren, dass so eine unglaubliche Entwicklung stattfindet? Was macht denn hier die Regierung? Und Reichskanzler Brüning macht das, was führende Wirtschaftswissenschaftler damals als die genau richtige Maßnahme ansehen. Und was ist die richtige Maßnahme? Die Wirtschaftswissenschaften sagen zur damaligen Zeit, diese Wirtschaftskrise kommt offensichtlich daher, dass die Löhne in Deutschland zu stark gestiegen sind. Deutschland ist nicht mehr wettbewerbsfähig im internationalen Vergleich. Was ist die logische Konsequenz? Nun gut, wir müssen erst einmal die Löhne auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zurückführen. Wir müssen die Ausgaben der Betriebe kürzen, damit diese wieder ihre Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen auf dem Weltmarkt anbieten können, das heißt Löhne kürzen. Und zur damaligen Zeit ist es tatsächlich so, dass die Regierung die Löhne und die Preise zurückschneidet auf das Vorkrisenniveau von 1927. Es kommt noch ein zusätzlicher Aspekt nämlich hinzu, nämlich Deutschland war ja von internationalem Geld abhängig und Deutschland hatte außerdem noch massive Auslandsschulden. Es war also essentiell, dass dass das Ausland weiterhin Vertrauen zu Deutschland hat. Und hier sieht Brüning nur einen Weg. Er sagt, wir kriegen nur dann weiteres Geld, wenn wir dem Ausland zeigen, dass wir es ernst meinen mit unserem Haushalt. Das heißt, Brüning verknappt die Ausgaben, versucht zu sparen, versucht den Haushalt auszugleichen, so gut er kann. Und in einem Staat damals wie heute kann man das eigentlich nur, indem man die Sozialausgaben radikal runterkürzt. Zeitgleich hofft Brüning natürlich, dass, wenn er zeigt, wie sehr die deutsche Regierung gewillt ist zu sparen, dass dann diese Frage der Reparationen, also dieser Auslandsschulden durch die Zeit von dem Krieg, vielleicht auf einer nächsten Konferenz, dass dann die anderen sagen, okay, Deutschland versucht sein Bestes, aber sie kriegen es einfach nicht hin. Vielleicht würden ja dann die anderen Länder bereit sein, Deutschland einen Teil der Schulden, vielleicht sogar die ganzen Reparationsschulden zu erlassen. Und jetzt schauen wir doch mal, funktioniert denn diese Deflationspolitik von Brüning? Kurz und knapp, nein, das ist eine fatale Entwicklung zu dieser damaligen Zeit, die genau das Falsche eigentlich ist. Denn was passiert eigentlich in diesem Moment? Die Menschen sind verunsichert, sie wissen nicht, wie es weitergeht. 40% der Arbeitnehmer haben ja schon ihren Job verloren und die anderen 60 haben natürlich extrem noch viel mehr Angst, dass sie ihren Job verlieren. Und was macht man in dem Moment? Na gut, man hält die Kröten zusammen, man gibt nicht so viel Geld aus, man versucht zu sparen, um dafür zu sorgen, dass hier man nicht irgendwann mittellos auf der Straße steht und verhungert. Man schiebt Investitionen auf. Man kauft eben nichts Größeres mehr, was nicht unbedingt nötig ist. Man kauft kein neues Hemd, das alte kann gestopft werden. Man kauft nicht so viele neue Schuhe oder sonst irgendwas. Man kauft nicht mehr die teuren Lebensmittel, sondern nur noch die billigen. Man gönnt sich nichts, man geht nicht mehr in Restaurants. All diese Sachen. Und im Resultat sorgt es aber dafür, dass zum Beispiel der Restaurantbesitzer kein Geld mehr bekommt, dass der Schuhmacher kein Geld mehr bekommt. Diese Leute kriegen erst recht ans, auch sie fangen an zu sparen. Im Resultat bricht der private Konsum ein. Und wenn der private Konsum einkommt, kommt hier ein Kreislauf in Gang. Man muss sich eine Wirtschaft immer als Kreislauf ansehen. Wenn ich denke, dass es mir in Zukunft gut gehen wird, dass mein Job sicher ist, dass ich Geld haben werde, dann kaufe ich mir ein Auto zum Beispiel. Dadurch bekommt der Autohändler sein Geld und die Leute bei einem Autohersteller haben auch Arbeit. Diese wiederum wissen, okay, mein Arbeitsplatz ist sicher, sie gehen einkaufen in einem Einzelhandelsunternehmen oder in einem Schuhgeschäft, in einem Kleidungsgeschäft. Und diese Leute wiederum vertrauen auch darauf, dass ihre Arbeitsplätze sicher sind und sie gehen wiederum auch hin und kaufen Autos. Dadurch ist deren Arbeitsplätze wieder sicher. Wir sehen, da kommt so ein Kreislauf
kaufen kann. Das Ganze geht natürlich umgekehrt. Wenn sich keiner ein Auto kauft, sagt der Autoverkäufer, oh, wer weiß, wie mein Job weiterhin ausschaut. Kauft sich keine neuen Schuhe, der Schuhmacher sagt, oh Gott, jetzt kaufe ich mir kein neues Auto. Das Ganze ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Wirtschaft bricht wirklich zusammen. Diese Rückführung der Löhne verschärft das natürlich auch noch radikal. Die Alternative wäre gewesen, dass die Regierung Geld in die Hand nimmt, sich verschuldet und damit die Wirtschaft ankurbelt, das Vertrauen der Leute herstellt, dass die eben wieder einkaufen gehen. Jetzt ist es immer leicht im Nachhinein zu sagen, so wäre es viel besser gewesen. Das ist natürlich sehr schwierig. Schauen wir uns das mal genau an. Hätte Brüning anders handeln können? Natürlich hätte die Regierung Brüning sagen können, das funktioniert auch im Himmelswillen nicht. Wir müssen versuchen, hier Geld in den Markt reinzupumpen. Das Erste ist, woher Geld nehmen und nicht stehlen. Das Ausland ist ja schon sehr kritisch gegenüber der Kreditwürdigkeit Deutschlands. Da kommt also garantiert kein Geld daher, zumindest nicht zu vernünftigen Zinsen. Die Bevölkerung selber wird auch nicht mehr so geneigt sein, dem Staat Geld zu leihen. Die haben nämlich die Erfahrung gemacht, dass die Kriegsanleihen auch nicht so wirklich zurückgezahlt wurden. Vor allem, wenn der Staat plötzlich anfängt, dir Geld um sich zu schmeißen. Ganz zu schweigen davon, die Hyperinflation. Wir erinnern uns an diese gewaltigen Zahlen, wo das Geld praktisch auf einmal entwertet wurde. War erst 10 Jahre her. Also Geld einfach so zu drucken, war auch jetzt nicht unbedingt die Option. Das ist nun mal zu der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss man auch immer dran denken, es war damals die einhellige Expertenmeinung, dass diese Deflationspolitik vernünftig ist. Dass man das so machen muss. Es war ein absolut nur kleiner Teil, der gesagt hat, das ist doch Unfug. Sondern alle haben gesagt, man muss sparen, 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 sparen. Dann ist man irgendwann wieder wettbewerbsfähig und dann kann man auch wieder verkaufen und dann funktioniert die Geschichte auch wieder. Ob jetzt Brüning in der Lage gewesen wäre, das Ganze wirklich anders zu machen, schwierig zu sagen. Auf jeden Fall hat er es nicht gemacht. Was ist die Folge dieser gewaltigen Deflationspolitik? Neben natürlich dem ganzen Leid in der Bevölkerung sorgt es vor allem für einen weiteren Punkt, nämlich ein weiterer Vertrauensverlust in die Handlungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Staates. Es sind nicht die Arbeitgeber, die die Löhne drücken. Es ist nicht irgendwie ein Industrieboss, der sich vor seine Arbeiter stellt und sagt, so, wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig, entweder drücken wir die Löhne oder ich entlasse hier Zehntausende von Menschen. Es ist die Regierung. Die Regierung sagt, wir drücken die Löhne. Die Regierung sagt, wir drücken die Preise. In den Augen der Leute ist an diesem ganzen Elend die Regierung sehr, sehr stark mitverantwortlich. Und nachdem durch diese gewaltige Wirtschaftskrise die Regierung, also die demokratischeren, muss man ja sagen, Kräfte, es offensichtlich nicht in den Griff bekommen, wächst in der deutschen Bevölkerung die Bereitschaft, radikaleren Kräften Zugang zu erlaufen. Und diese Bereitschaft wird zum Sturz der Weimarer Republik führen durch die Nationalsozialisten, denn wir sind jetzt in den 30er Jahren angelangt. Da werden wir jetzt in den nächsten Videos einsteigen. Bis dahin, gute Zeit.